dieselbe Frage. Wo bleibt die Kohle? Die lag wie bisher in Helmstedt, wo man noch immer auf Überwindung der schon berühmt gewordenen technischen Schwierigkeiten wartete. Der letzte Rapport Marschall Sokolowskis lautete wie folgt. Die Sowjets haben Maßnahmen zur Reparatur der Eisenbahnstrecke eingeleitet. Kundgebungen, um dadurch ein Gelübde für die Freiheit Berlins abzulegen. Hier sehen wir eine Versammlung auf dem Fährbelieb, in der der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Kleinste Übel in dieser Woche. Auszeichnend für den Willen zu helfen ist die Stadt Hamburg, wo